Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Let's Play von Valheim. Ihr habt euch richtig entschieden. Ihr seid immer noch mit dabei. Und jetzt können wir hier sehen, dass es hier doch zu Ende ist. Dann gehe ich doch nochmal weiter nach rechts. Weil es scheint, wenn ich jetzt hier auf dieser Seite bin, erstmal ein sehr, sehr schöner Sonnenaufgang zu sein. Und da ist ein richtig schicker Baum. Bist denn du für ein Riesenteil? Bist denn du für ein Riesenteil? Das sieht ja mal richtig cool aus. Also, dann könnte dann doch so sein, dass wir auf einer Insel sind. Also, ich wollte erst Richtung Norden. Das werde ich jetzt nicht mehr tun. Jetzt werde ich hier den Part weitergehen. Das wird jetzt hier hoffentlich so eine Landzunge sein. Wir haben immer noch kein Dungeon gefunden. Da oben könnte aber was sein. Das sieht mir sehr verdächtig aus, als wenn das irgendein Dungeon oder Trollhöhle oder sonst irgendwie was wäre. Also was Normales ist es nicht. Da, jo. Das sieht definitiv nach einem Dungeon-Grabkammer-Trollhöhlen-Dingens aus. Jo. Da haben wir was. Da sind nochmal Pilze. Die sammle ich schon nochmal eben und dann gehen wir rein. Und dann drückt mal die Daumen. Betreten. Ja, eine Trollhöhle. Mist. Wollte keine Trollhöhle eigentlich. Ich hatte mir erhofft. Da ist was Dickes. Dahin. Einer von diesen Werfetrollen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Ein Werfetroll in der Höhle. Hilfe! Okay. Der kommt gar nicht mit raus, ist er doof. Ich meine, gut. Okay. Das hat einen sehr guten Vorteil, denn jetzt kann ich hier draußen mich erstmal ein bisschen recken. Ich hoffe nur, dass der Troll dann innen drin auch weiter geschwächt ist. Während ich mich hier draußen regge und der Troll sich innen reckt, haben wir nämlich beide nichts gewonnen. Da müssten wir mal schauen. Jetzt einfach nochmal rein. Da steht der Typ direkt vor der Tür. Warum ich gerade einen Schaden von 100 gemacht habe, das würde ich gerne mal wissen. Ich gehe mal lieber wieder flüchten. Aber der erste Schuss, warum habe ich denn den ersten Schuss über 100 Schaden gemacht? Wie ging das denn bitte? Habe ich hier eine Art von Crit-Chance? Stechen, Blockwerk, Parierstärke, Parierbonus, hinterhältig dreimal. Wenn ich mit dem Bogen schieße und der hatte mich noch nicht erkannt, ist das ein hinterhältiger Angriff und dementsprechend zählt der Wert mal 3. Könnte ich mir jetzt nur so vorstellen, aber wie bin ich denn da trotzdem auf die 100 Schaden gekommen? Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Da hinten ist er. Nee, das hat nichts. Geh noch mal raus. Also das mit dem Hinterhältig hat nicht funktioniert. Vielleicht muss ich dafür in der Hocke sein, also wirklich in diesem Schleichen. Und dann könnte ich diesen Bonus noch mal bekommen. Hm. Wir werden das jetzt mal testen. Also, seid mal leise. Noch in der Hocke? Ich sehe ihn gerade gar nicht da hinten.
Okay, das waren jetzt 40 Schaden. Aber trotzdem nicht an die 100. Echt nochmal gucken, wofür das jetzt gedacht war. Okay. Da haben wir Steine. Dann packen wir die Steine einfach zu den Steinen. Das Leder nehme ich mit. Das Leder würde ich mitnehmen. Kann ich aktuell nicht. Tausche ich das gegen die Distel? Dann tausche ich... Hier kann ich nichts mehr tauschen. Da, das kommt noch mit. Leder, Fischwanz, Pilze. Das sind die normalen Pilze. Ne, die lasse ich dann auch hier. Ja, oh, Rubine. Rubine, das ist natürlich auch cool. Das habe ich noch keinen direkten Einsatz für. Also Verwendungszweck. Ah, Holz. Lasse ich das Holz hier. Ja, das kommt ganz gut so. Dann lassen wir das mal. Ich erschrecke mich hier, wenn da irgendwelche Steine abbrechen. Kann ich hier eigentlich noch irgendwas machen, außer den Sachen hier einsammeln? Gibt es hier noch andere versteckte Ressourcen jetzt? Ich bin noch gut ausgerüstet. Was passiert denn, wenn ich hier drauf hau? Nichts. Nee. Da passiert nichts. Da kann ich nichts mitmachen. So. Das Blöde ist, ich bin jetzt wirklich am A der Welt. Allerdings ist mein Inventar ziemlich voll. Von der Menge her, nicht von den Items. Von den Items her, nicht vom Gewicht. So. Das heißt, ich schaue mich auf jeden Fall weiter um. Komm, das ist jetzt blöd. Wenn ich jetzt sage, ich düse wieder nach Hause und gehe dann wieder bis hierhin, dann bin ich ja ewig hin und her am Laufen. Jetzt gucke ich erstmal ein bisschen. Und nehme wirklich nur noch Dungeon mit, Essen, Trinken. Oder halt eine Trollhöhle. Denn das Eigentliche haben wir immer noch nicht, ne? Wir haben zwar jetzt wieder ein bisschen Trollleder, aber ich wüsste im Moment auch nicht, wie ich das noch upgraden kann, weil Stufe 4, Upgrade Stufe 4 müsste ich machen, aber ich habe noch nichts gefunden, wie ich Stufe 4 freischalte. Ui, guck mal, eine kleine Insel. Da ist eine kleine Insel. Eine vorgelagerte kleine Insel. Eigentlich möchte ich da mal rüber. Möchte da mal gucken. Komme ich da rüber? Also beziehungsweise, wie weit kann ich eigentlich schwimmen, ausdauertechnisch? Nee. Das ist mir ein bisschen viel. Dann gucke ich mal, dass ich mir mal vielleicht ein Floß baue. Ich glaube, ein Floß kann ich mir doch so nebenbei basteln, oder? Da brauche ich doch keine Werkbank für. Verschiedenes Floß. Doch, da brauche ich eine Werkbank. Da muss ich mir also erst eine Werkbank und dann noch 20 Holz. Na ja, gut, das kriegen wir hin. Werkbank. Für die Werkbank brauche ich auch noch mal Holz. Gut. Dann machen wir das mal eben. Holen wir mal eben ein bisschen Holz. Was ich nicht tragen kann. Das heißt, wir machen uns als erstes hier erstmal eine Kiste. Wir machen uns jetzt erstmal Kiste, habe ich gesagt. Kiste, Möbel. Nee, ich muss erst eine Werkbank machen. Ach, das verstehe, wer will. Naja, gut, okay. Das ist so, wenn die sagen, das ist so, dann ist das so. Dann werde ich mich da jetzt zwar versuchen, querzustellen, aber das wird mir halt nicht weiter, nicht viel bringen. Gut, gut, so.
Ausrüsten, das richtige Werkzeug. Dann holzen wir jetzt hier erstmal den ganzen Kram ab hier. So, dann machen wir hier eine Werkbank hin. Werkbank schön gedreht, damit das auch annähernd Sinn hat. Gut, dann machen wir hier eine Küste. Nee, da brauche ich erst Holz. Gut, dann... Ich habe das immer noch nicht raus, wie ich das wieder beende. Dabei brauche ich einfach nur eine andere Taste drücken und den Hammer nicht mehr ausrüsten und schon wäre gut. Naja, ich tue mir da teilweise manchmal ein bisschen schwer. Also ich brauche jetzt 10 für eine Kiste und dann nochmal 10 für, nochmal 20 für das Boot. Und dann mache ich mir da ein kleines Boot. Wir sind aber ganz viele von den Lederlieferanten. Ich werde jetzt hier erstmal das Bäumchen rumfällen und mal gucken, was passiert, wenn das da Richtung Tal kullert. Gar nichts. Ich habe gedacht, es würde bis nach unten kullern. Nö. Vielleicht, wenn ich es jetzt in der Mitte durchhacke. Auch nicht. Na gut. Bin ja da fast stolpernd jetzt runtergelatscht. Könnte eigentlich jetzt auch hier ein Bett aufbauen, ne? Wenn ich dann sterben würde, würde ich hier wieder erst erscheinen. Blöde ist allerdings dann, dann müsste ich wirklich den ganzen weiten Weg, wenn ich wieder zu meiner Base möchte. Aber muss ich so oder so, ne? Muss oder so zu meiner Base. Egal. Das packe ich da rein, das packe ich da rein. Das. Gut. Leder ist noch wichtig. Holz, naja. Den Rest sortiere ich eigentlich nur ein bisschen. Fertig. Ach, Quatsch. Ihr habt selber gemerkt, ne? Wo der Fehler im System war. Ich wollte hier ein Bötchen bauen. Fehlende Voraussetzung. Alter, will der mich echt natzen hier? Jetzt brauche ich das Leder. Komm, gib mir Leder. Lass mich an die Kiste und gib mir Leder. So. Dann auf ein neues und dann bauen wir mal unser erstes Bötchen. Ping. So. Zu weit entfernt. Ich will mich nicht festhalten. Wie segel ich denn? Benutzen. Und jetzt? Gib Gas. Schibber. So, wo ist denn mein Ziel? Da, geradeaus. Geradeaus vor mir ist das... Oh Gott, worauf muss ich denn jetzt achten hier? Wo ist Wind? Hier hinter mir ist, glaube ich, jetzt der Wind. Das heißt, ich liege jetzt voll im Wind. Ist das richtig? Hm, nee. Na, habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ocean! Ich habe den Ozean entdeckt. Aber wie gesagt, das ist doch nur eine vorgelagerte Insel. Hier kann doch nichts passieren. Hoffe ich. So. Bötchen, bleibst du hier? Oder machst du gleich einen Abflug? Ich glaube, das ist gleich kaputt. Egal.
Abyssalbarnackel. Du siehst mir aus wie ein Tier. Du siehst mir aus wie ein Tier. Soll ich mal drauf rumhauen? Kann irgendwas abbauen. Chitin. Okay. Ich hätte noch so jetzt Schiss gehabt, dass das vielleicht irgendwie so ein Riesenkreatur ist, so eine Riesenschildkröte oder so. Hat sich auch gerade jetzt komisch angehört. Ich krieg grad Schiss. Nee, komm, alles gut, oder? Wo ich jetzt hier bin, werde ich das jetzt auch mitnehmen. Das ist ein Viech. Alter Verwalter, das ist ein Viech. Geh weg. Was war das? Also irgendwas war das. So, aber wie komme ich denn jetzt bitte wieder an Land? Okay, ganz langsam benutze ich jetzt wohl das Ruder, wie es ausschaut. Wo ist denn Wind? So, Wind müsste von rechts kommen. Das bringt mir aber nichts. Ich will da wieder anlanden. Lass mich bitte wieder anlanden. Hallo. Okay, von da kommt der Wind. Das wird wahrscheinlich gar nichts bringen. Ah, doch, ganz, ganz mühsam. Ganz mühsam. Der Wind kommt von vorne, so wie es aussieht. Also wenn ich jetzt rechts das Zeichen da richtig deute. Dann fahre ich jetzt gegen den Wind. Aber hier dieses Abyssal, da war meine Vermutung doch richtig, das war irgendein Tier. Da habe ich ihm die Pickel auf dem Rücken ausgedrückt, glaube ich. Naja, gut, bin halt nett. Wo er nicht rankommt, da helfe ich halt. Ob er das so nett fand. Mal gucken, ob der sich irgendwann bedanken kommt. So, jetzt fange ich erstmal an zu frieren. Und das ist nicht nur Angst. Das ist nicht nur Angst. So, wie viel Chitin habe ich denn jetzt überhaupt? Beziehungsweise habe ich überhaupt was an Chitin eingesammelt? Doch, habe ich. Der Splitter eines Krustentierpanzers. Siehst du? Das war doch ein Krustentier. Das bestimmt irgendwie eine riesige Wasserschildkröte, wie ich schon sagte. Das kann eigentlich nur. So, ich habe das Wichtige wieder am Mann. Holz und so habe ich hier gelassen. Jetzt mache ich hier mal eine Kennzeichnung. Was mache ich denn? Fluss. Fertig. Dann habe ich hier einen Fluss jetzt einfach liegen und ich hoffe, der ist beim nächsten Mal auch noch da. Oh, Frage ist jetzt aber, geht das jetzt hier trotzdem weiter? Also, dass ich jetzt im Laufe des Weitergehens auch wieder nach Hause komme? Oder gehe ich hier immer weiter? Vor allen Dingen, warum ist das so diesig? Ich sehe ja gar keine 2 Meter. Ein Schweinchen. Schweinchen habe ich noch gesehen, beziehungsweise das habe ich auch eigentlich gerochen.
Was für eine Luftfeuchtigkeit. Ich habe echt Schiss, dass gleich noch irgendein riesiges Monsterviech jetzt aus dem Wasser kommt und mich dann erstmal den Gar ausmacht. Oh. Erste Käuzchen, was ich höre. Oder Eule? Ein Eulenkäuzchen? Ich habe keine Ahnung. What? Ach, okay. Was bist du? Ein normaler Gräuling. What? Da ist wieder ein Grauzwerg. Also Gräuling sind die kleinen Grauzwerge, das sind die Werfenden. So, was haben wir hier? Ah, okay, das ist was Neues. Als der Allvater Odin die Welten einte, vergaß er weder die Vanir, noch die Riesen, noch jene Kreaturen, die noch älter als alle anderen waren. Die größten von ihnen konnten nicht getötet werden, also wurden sie zu Wächtern, die hier auf Valheim für alle Ewigkeit als Exilanten umherstreifen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzen, gibt es ein Beben, das allen niederen Kreaturen durch Mark und Bein geht. Und mit diesen weisen Worten entlasse ich euch aus der aktuellen Folge und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten wieder. Bis dahin, alles Gute, wünscht euch euer Sam. Ciao.